Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein neues Backrezept. Ich habe wieder was ganz was Einfaches für euch. Und zwar braucht ihr dazu Blätterteig, Pudding, Streusel und Aprikosen. Wir machen heute einen ganz schnellen und einfachen Blätterteig-Aprikosen-Puddingkuchen. Viel Spaß! Für diesen Blätterteigkuchen braucht ihr natürlich einen Blätterteig. Den müsst ihr 10 Minuten vorher aus dem Kühlschrank nehmen, bevor ihr ihn benutzt, damit er ein bisschen warm wird. Der wird jetzt ganz leicht am Rand entlang, so gut einen Zentimeter vom Rand weg, eingeschnitten. Nicht durchschneiden, nur leicht anschneiden. Kurz zur Seite stellen. Dann braucht ihr einen Vanillepudding. Ich habe hier jetzt mir einen fertigen gekauft. Ihr könnt ihn natürlich auch selbst herstellen, den aber auskühlen lassen. Da kommen dann noch Vanilleextrakt dazu und Schmand. Und das Ganze wird glatt gerührt. So soll es ausschauen, so richtig schön cremig. Hinten seht ihr schon die Aprikosen, die müsst ihr natürlich vorher noch abtropfen lassen. Dann geht es an die Streusel, dafür einfach das Mehl, den Zucker, den Vanillezucker und die ja nicht ganz so weiche Butter in eine Schüssel geben und dann so lange verkneten, bis ihr halt so richtig schöne Brösel habt. Die stellen wir ebenfalls kurz zur Seite. Dann geht es auch schon ans Füllen und zwar einfach den Pudding mit dem Schmand auf den Blätterteig geben, schön gleichmäßig verteilen. Bitte nicht über die geschnittene Linie streichen. Das dient übrigens dazu, dass dann der Rand so richtig schön nach oben geht. Also das heißt, dann kann euch nichts auslaufen. Wenn der Pudding verstrichen ist, dann einfach nur die Aprikosen noch darauf verteilen. Ich habe so eine Dreierreihe gemacht. Wie ihr sehen könnt, es sind unterschiedlich große Aprikosen gewesen. Ich hatte zwei unterschiedliche Dosen, wusste ich gar nicht, dass es verschiedene Größen davon gibt. Dann die Streusel einfach nur noch darüber verstreuen. Dann ist er auch schon fertig. Jetzt darf er bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für gute 20 bis 30 Minuten backen. Und so sah er dann aus. Seht ihr, wie schön der Rand nach oben gegangen ist, nur weil man ein bisschen eingeschnitten hat. Also ich fand das richtig, richtig toll. Den jetzt auskühlen lassen. Ich habe dann noch ein bisschen Puderzucker darüber gegeben und dann war er fertig. Also ich glaube, schneller geht es fast gar nicht. Es ist so eine tolle Idee, der schmeckt so lecker. Ihr könnt auch, wenn ihr Aprikosen nicht wollt, auch Erdbeeren, Zwetschgen, keine Ahnung, Mandarinen, alles Mögliche an Obst könnt ihr dafür benutzen. Ja, das war jetzt das Rezept von meinem Blätterteig-Pudding-Aprikosenkuchen. Ihr habt gesehen, das geht mega einfach. Wenn ihr mal schnell einen Kuchen braucht, dann ist dieses Rezept total perfekt und genau richtig, denn es geht wirklich schnell, mega einfach und ist auch wirklich lecker. Ihr könnt Pudding selber herstellen oder wie ich in diesem Fall, habe einen Fertigpudding gekauft und dann geht es noch einen Tick schneller. So sieht das Ganze dann aus. Hier ist er. Also der ist richtig, richtig gut. Aber bei dem Wetter jetzt, wenn es wieder wärmer wird, hoffen wir es mal, dass es wieder wärmer wird, ist der genau richtig. Muss dann nicht lange in der Küche stehen und hat was ganz was Feines. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch